Surprise, surprise. Na, surprise, surprise. Ich bin der Ticketservice Ullmann, weil heute habt ihr großes Kino-Date. Hier sind die Tickets. Und ich kann euch sagen, es ist eine ganz besondere Vorstellung. Ich halte in meiner Hand genau 9 Tickets. Und wenn ich so einmal schaue und zähle, dann seid ihr 10 Männer. Das bedeutet also, herzlich willkommen zum kleinen Überraschungsshowdown. Okay. Okay. Keine große Bedenkzeit. Mhm. Es geht wirklich aus dem Bauch heraus. So, Männer, wer von euch bekommt ein Ticket? Und für wen geht es jetzt gleich nach Hause? Und wir werden natürlich dann auch erfahren, wie der Beziehungsstatus ist. Jelis, komm bitte zu mir. Hier sind die Tickets. Okay, Jelis, das heißt, jetzt geht's um dein Bauchgefühl. Du siehst die Männer vor dir. Du kannst jetzt gleich den ersten Mann benennen, der weiter in der Villa bleiben darf. Sieh da. Möchtest du mein erstes Ticket annehmen? Auf jeden Fall. Das freut mich. Fabio? Wow. Vielen, vielen Dank. Hast du dieses Ticket annehmen? Ich nehme das Ticket an. Jane? Yannick? Brian? Frederik? Möchtest du es annehmen? Natürlich. Danke. Max? Elias. Zwei Männer haben noch kein Ticket, Freddy und Marco. Also wirklich gefasst bin ich nicht. Im Gegenteil, wenn man da bis zum Schluss steht, ja, ist man definitiv nervös. Ich hatte total schwitzige Hände, war aufgeregt, vom Gefühl her einfach, ja. Ich würde denken, dass ich eher auf der Abschlussliste von Jelis stehe. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie wirklich dieses Interesse daran hat. Ein letztes Ticket ist noch übrig. Jelis, an wen geht das? Mein letztes Ticket geht an einen Mann, dem es, glaube ich, nicht ganz so einfach fällt, immer wieder auf mich zuzukommen. Aber er gibt sich trotzdem Mühe und deswegen kann er noch hier bleiben. Marco? Danke, dass du mir noch ein Bild gibst. Freddy. Yes. Du hast kein Ticket bekommen. Das heißt, du musst gleich die Villa verlassen. Kommst du einmal zu mir kurz vorher? Klar. Freddy hat mir hier im Haus vermittelt, dass er keinen Bock hat, hier zu sein. Und wir hatten nicht diesen Draht. Und er wollte, glaube ich, auch nicht über seinen Schatten springen und auf mich zukommen. Wir wollen natürlich wissen, ob du in einer festen Beziehung bist. Mhm. Oder ob du Jelis einen Single-Mann nach Hause schickst. Wir gucken es uns an. Also keine Freundin? Keine Freundin. Keine Freundin? Keine Freundin. Jelis, du schickst einen Single-Mann nach Hause. Männer. Freddy. Mach's gut, Freddy. Sehr guter Schauspieler. Viel Erfolg, Jelis. Stimmt. Ich hoffe, du bist der Richtige. Ciao, ciao. Dankeschön.